Gedanken zum Wort Moralität. Ein Eintrag im Yoga-Vidya-Lexikon der Tugenden. Mein Name ist Sukadev Bretz von www.yoga-vidya.de. Das Wort Moralität ist ein Wort, das aus dem Lateinischen kommt und vermutlich über Französischen ins Deutsche gekommen ist. Dort gibt es Mores und Mores sind die Sitten und Gebräuche. Und wenn man den Sitten und Gebräuchen entspricht, dann ist das ein moralisches Handeln. Moralität und Ethik haben so Ähnlichkeiten. Ethik ist aber etwas Höheres als moralisch. Es gibt natürlich auch die Moral von einer Geschichte. Die Moral einer Geschichte ist die Lehre von einer Geschichte. Aber man spricht von anderen, von Moralität, hat diesen Doppelbegriff. Ethik ist etwas, wo es darum geht, ein Handeln zu tun, das gut ist, so wie die Definition von Kant ist. Handle steht so, dass die Maxime deines Handelns die Grundlage einer allgemeinen Ethik sein könnte. Mit anderen Worten, handle so, dass wenn alle aus den gleichen Grundsätzen handeln würden wie du, dass dann es der Menschheit gut geht, besser geht. Das ist ethisches Handeln. Ethisches Handeln, so handeln, dass es für die Gemeinschaft der Menschen und der Erde gut ist. Ethisches Handeln. Patanjali definiert dann Ethik, die Yamas, mit 5 Aspekten, die du auch auf unseren Internetseiten genauer nachlesen kannst oder wo ich auch viele Videos drüber schon gesprochen hatte. Was ist jetzt Moral? Moralität heißt zum einen die Ethik, aber es sind eben auch die Sitten und Gebräuche. Man kann zum Beispiel auch jemanden vorwerfen, er moralisiert. Das heißt, irgendwo will er anderen ein Korsett hineinbringen. Man sagt auch, er ist unmoralisch. Das kann auch heißen, er ist nicht nur unethisch, sondern irgendwo etwas ist auch gegen die Sitten und Gebräuche. In diesem Sinne, Moralität wird auch bestimmt Kleidungsstil und Sprachstil und so weiter und Sitten und Gebräuche zu beachten. Man kann in seinem Charakter her einer gewissen Moralität folgen, das heißt, man beachtet sowohl die Sitten und Gebräuche als auch die Ethik. Man kann aber auch moralisieren und ständig anderen vorwerfen, sie würden gegen die Sitten und Gebräuche verstoßen. Und man kann auch allgemein eine Vorgangsweise als moralisch oder weniger moralisch ansehen. Ja, das sind nur ein paar Gedanken zum Thema Moralität auf unseren Internetseiten www.yoga-vidya.de. Gibt es ein Suchfeld, dort kannst du eingeben Moralität. Dort erfährst du noch mehr über dieses Wort, auch über den Wortursprung, die Etymologie und verschiedene Bedeutungskontexte dazu.